Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute beginnen wir endlich mit den Weihnachtsrezepten. Und also für uns zu Hause ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit. Wir sind da so absolute Weihnachtsfreaks und deswegen freuen wir uns auch umso mehr, dass wir endlich starten können mit den Plätzchenrezepten und Weihnachtsrezepten. Und da ja auch nächstes Wochenende schon der erste Advent ist, heißt das, wir brauchen natürlich wieder Input, um die Keksdosen zu füllen und damit wir quasi auch den ersten Advent schön genießen können. Und in meinem heutigen Video machen wir quasi zusammen Baumkuchenkonfekt. Ich habe dieses Bild bei Pinterest gesehen und fand das total süß. Also so diese kleinen Ecken, die sind nämlich auch perfekt um so, für so einen kleinen Snack zwischendrin. Und in meinem Rezept habe ich so ein bisschen abgewandelt. Da kommen nämlich normalerweise auch Marzipan rein, aber weil wir nicht so die Marzipan-Esser sind, lassen wir das quasi einfach weg. Wer Marzipan liebt, der kann quasi einfach diese Marzipanschicht von oben noch on top drauf geben. Das ist gar kein Problem. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit den Zutaten. Für den Teig benötigen wir einmal 2 Eier der Größe M. Hier habe ich schon mal 5 Eigelbe getrennt. Hier sind die 5 Eiweiße schon mal steif aufgeschlagen mit einer Prise Salz. Dann benötigen wir außerdem noch 300 Gramm zimmerwarme Butter, 300 Gramm Zucker, außerdem noch ein bisschen Vanilleextrakt. Außerdem benötigen wir zusätzlich noch 125 Gramm Mehl Typ 405, außerdem noch 100 Gramm Stärke, ein Päckchen Backpulver und hier habe ich in etwa 50 ml frisch gepressten Orangensaft. Als allererstes heizen wir schon mal den Backofen bei 240 Grad Oberhitze mit Grillfunktion. Wer jetzt keine Grillfunktion hat, der benutzt einfach nur die Oberhitze und heizen den schon mal vor. Und jetzt schlagt ihr das Eiweiß mit ein bisschen, mit einer Prise Salz einfach in der Rührschüssel steif. Ganz wichtig, die Schüssel und alle Elemente müssen fettfrei sein. Deswegen auch dieser Schritt als erstes, den habe ich ja schon mal zubereitet. Also wenn ihr jetzt quasi zu Hause nachbackt, einfach das schon mal starten. Die restlichen Sachen, die bereiten wir jetzt zusammen im Thermomix zu. Und dafür nehmen wir quasi die weiche zimmerwarme Butter und die hier Eigelbe, fügen das schon mal in den Mixtopf rein, geben auch noch den restlichen Zucker hinzu und verrühren das Ganze auf Stufe 4. Einfach nur, damit alles schön cremig ist. Und danach geben wir nach und nach die Eier, die restlichen ganzen Eier von oben hinzu. Jetzt geben wir nur noch die trockenen Zutaten in den Mixtopf, das heißt das Mehl, die Stärke und das Backpulver und den Orangensaft noch on top. Und dann verrühren wir das Ganze auf Stufe 4 bis 5 ungefähr und schauen einfach von oben rein, also nur kurz, bis sich alle Zutaten miteinander vermischt haben. Und jetzt füllen wir am besten den Teig aus dem Mixtopf in eine normale Rührschüssel und heben nach und nach den Eischnee vorsichtig unter. Und jetzt kommt der kniffligste Schritt, oder beziehungsweise nicht knifflig, sondern der aufwendigste. Denn jetzt geben wir immer 2 bis 3 Esslöffel auf unser Backblech, verteilen das mit unserem Streicher oder mit unserer Winkelpalette eher gesagt, schön gleichmäßig und lassen das Ganze immer so für 2 Minuten richtig schön oben goldbraun werden und wiederholen diesen Schritt für Schritt, bis der ganze Teig wieder weg ist. Thank you.
damit unser Baumkuchen auch schön saftig ist, trinken wir ihn jetzt so mit 150 Milliliter frisch gepressten Orangensaft. Wenn ihr keine frischen Orangen habt, dann nehmt ihr einfach Orangensaft und trinken den ein bisschen und lassen den am besten nochmal so ungefähr 15 Minuten einziehen. Jetzt schneiden wir unseren Baumkuchen in 5x5 Würfel ungefähr. Und ich mache es mit Hilfe meines Tortenretters, dass ich quasi einmal unten drunter gehe, damit ich dann auch schneiden kann, ohne das Backpapier oder irgendwas kaputt zu machen. Kommen wir endlich zum letzten Schritt. Jetzt geht es um das Dekorieren und dafür benötigen wir 300 Gramm Zartbitterkonfitüre und ich nehme immer extra eine mit 60% Kakaoanteil und das Ganze machen wir mit der Impfmethode. Das bedeutet, wir nehmen also ein Drittel beiseite, erhitzen den Rest quasi über unserem warmen Wasserbad und geben danach das restliche Drittel hinzu, damit wir dann die Schokolade runtertemperieren, damit wir dann keinen grauen Schleier kriegen. Und ich werde das so machen, entweder raspelt ihr die Schokolade mit der Hand oder mit dem Messer, eher gesagt, schön fein, oder ihr gebt es einfach in den Mixtopf, so mache ich es nämlich, und werde das Ganze ungefähr immer in 100 Gramm Portionen zwischen Stufe 8 und 9 einfach fein raspeln, damit der Schmelzvorgang ein bisschen verschnellert wird. Schaut mal, ich bin jetzt ein bisschen zu faul. Ich werde das nicht im Wasserbad machen, sondern einfach im Thermomix. Ich stelle den Thermomix jetzt auf 6 Minuten. Dann schauen wir mal 37 Grad und Stufe 2 ein. Es ist natürlich euch überlassen, ob ihr die Baumkuchenecken komplett mit der Konfitüre überzieht oder nur so ein Teil, so wie ich. Wenn ihr wollt, dass sie länger haltbar sind, dann würde ich sie auf jeden Fall komplett mit der Konfitüre einmal einpinseln. Ich würde aber sagen, wir vernaschen das Ganze diese Woche bestimmt noch. Und deswegen habe ich mich quasi für die für mich schöne Variante entschlossen, die einfach quasi immer nur die Ecken einzutunken. Und wer mag, kann das Ganze natürlich auch noch mit irgendwelchen schönen Streudekor verzieren. Also ihr Lieben, ihr seht, es ist ja gar kein Hexenwerk eigentlich. Ich habe das, um ehrlich zu sein, auch noch nicht vorher zu Hause gemacht. Nur bei meiner Schwester quasi mal so probiert und genascht. Also danke Schwesterherz für dein Rezept. Und ich würde sagen, ich hoffe, ihr probiert es aus. Postet mir eventuell auch noch ein paar Bilder oder schreibt mir unten in den Kommentaren, ob es euch geschmeckt hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!